Abends, ich hoffe bis morgen. Fühlt sich bisschen an wie Morning Drink, wenn du da bist, seh ich tausend Farben. Fühlt sich bisschen an wie Love aus Instinkt und ich frag mich, wie lange noch da bist. Was geht ab, Gangsters? Wir sind auf dem Weg nach Berlin City zu Enzo und sein Album. Release Konzert, Mega Party mit vielen Artists, Louis, Boondog, weiß ich nicht, ich und shit. Wir machen jetzt kurz einen Halt an der Tanke. Ich muss gleich noch ein Interview mit 16 Bars machen und bin heute aufgewacht mit dem dicksten Pickies. Ey, lass uns doch mal kurz unseren Job machen. Ja, ich hab Hunger. Kurz unseren Job machen. Dings, wie heißt das? Ich hab gleich noch ein Interview mit 16 Bars und bin heute aufgewacht mit dem dicksten Pickies auf der Nase. Wie so ein Dulli. Ja, keine Ahnung, vielleicht überschminkt er ja den noch oder so, oder? Und der kriegt kein Interview, Mann. So, oder ich sitze halt im Interview mit so einem roten Punkt in der Mitte meiner Nase, Digga. Und es ist crazy Wetter, Leute, Alter. Was ist denn da, Leute? Yes. Echt, Digga, drinnen ist angenehmer als draußen. Ja, schwül, hier ist warm. 27 Grad in Berlin, Digga. Ich hab dir aber den Namen geschickt, also da findest du ihn überall, ne? Ja, ja. Freunde! Freunde, hier im Hole 44 haben wir jetzt for real schon so oft, Digga. Ich hab im Lit Kids Tour hier gespielt. Wir haben live diese Highway Tour hier gespielt. Ich war auch so schon mal bei einer Show hier. Jetzt machen wir hier Endzone Album Release, Live Party, Free Konzert, No Money. Kommt einfach, Digga. First come, first serve. Wer zu spät kommt, kommt nicht mehr rein, bis hier alle voll ist, Gangshit. Du hast mein Manager. Er hat uns einfach erzählt, dass er kurz so Metro Boomin getroffen hat. Ja, Mann, wir sind heute im Bus. Er sagt, er war in Dubai die letzten paar Tage, er sagt, ganz entspannt. Und dann war ich irgendwie bei so einer Party da noch, so einer Private Party, und da hat sich jemand aufgelegt und Metro Boomin. Kennt ihr den? Das habe ich nicht gesagt. Doch. Ich habe nicht gesagt Metro Boomin. So, das ist aber nicht so geil ausgesprochen. Ja. Das hast du nicht gehört, weil du hast ganz hinten gesessen. Der Typ sieht einfach so Metro Boomin auf so einer Private Party auf chillig in Dubai. Und wir, Digga, schon irgendwo in Hannover, Digga. Ja, wir sind Paula. Wir sind Bauder. Besser. Ich hab grad noch was herausgefunden auf der Metro Boomin Party. War zufällig auch noch Offset live. Hier, guck mal. Sieht man ihn da auch gleich? Ja, ne? Warte, ja. Sowas erlebt man in 3 Tagen in Dubai einfach. Nee, wollte ich ja nicht mit. Ja. Geht ab, Freunde. Ich mach gleich die 3. Folge ein Jeep mit. Ein Jeep mit? Summer Edition, Digga, so. Das sieht man auch, dass das hier die Summer Edition ist. Grad, Digga. Digga. Zwei Fragen gerade für den Podcast A, mit dem Podcast mit Jesus geben war eine Frage. Erstmal, Leine, sorry. Wir warten auf den Soundcheck. Köhle, oh, Aschenbecher. Alle gut. Tilsen, X-Wave. Kurze Frage, kurzes Interview. Wird es ein Feature geben vielleicht? Okay. Leute, da chillen sie alle, essen und trinken. Immer das gleiche eigentlich. Okay. Kann ich einmal meinen Job machen, Digga. Guck den Job. Und gib ein Like. Gib ein Like. Nein. Und mach die Glocke auch an. Ey. Ich wollte hier nicht mal auf YouTube, glaube ich. Okay, ey, Ennis Katze jetzt aber immer raus. Machst du jetzt eine Montage, Digga, von Kaya, Digga, mach da unter so einen Hass-Song. Ja, doch, nein, mach das. An die Fans macht ihr das. Nein, chill. Ey, wir sind beim Endzone-Konzert. Hier sind viele Jungs, die ich nicht so kenne. Ich kenn Louis und ich hab Boondog kennengelernt, der war so nett, Gang. Und alle sind eigentlich nett, Gang. Und ja, Digga, wir chillen unser Eggs, Digga, wir trinken Drinks. Nur du drinkst Drinks. Es ist fucking 30 Grad in Berlin, alle sind im Shirt. Ich bin in meinem Nicht-Shirt-Mode. Ich bin in meinem Chill-Mode. Ey, kann ich kurz erzählen, was heute noch passiert ist? Das ist doch funny. Ja, No legs, ne? Digga, pass auf, Leute. Digga, Todverklatsch, Digga, heute Morgen aus Hannover, Digga.
weiter nach Berlin, weil the show must go on, city nach city, baby, that's the lifestyle we live in, no kizzy. Wir fahren los, auf ganz locker, wir sind 40 Minuten unterwegs oder so schon in Richtung... Länger, Berlin. Safe. Länger, 1 Stunde, 10 Minuten oder so. Wir sind in so einem Shop, um so Brezel zu kaufen und so. Linus kommt vom Klo, er kommt so zu mir. Mein Bruder, Notfall. Ich sag, was los, Digga? Er sagt... Ey, wir müssen entweder zurück ins Hotel, Digga, oder irgendjemand muss da hinfahren, Digga. Rolex liegt da noch. Diamantenbesetzte Rolex, Digga, im For Real, no front, in einem Billighotel liegen gelassen, wo man eigentlich denken würde, Bruder, mit Herz sogar, wie würde ich da arbeiten? Ich hätte eingesteckt mit Herz. Ja, ich dachte auch. Mit Herz. Ich dachte auch. So, also wir sind 1,5 Stunden entfernt vom Hotel, Digga, Rolex liegt im Hotel. Wir denken, oh, chillig, Digga, ist ja eigentlich gar nicht so chillig. Dominik, der König der Könige. Mein Bruder, ich sag auch einfach Manager, Digga. Das ist nicht mehr mein zweiter Manager. Ich hab 2 Manager einfach, Digga. Dominik, go, Digga. Ich ruf Dominik an, er ist schon auf dem Weg nach Hause, nach Hamburg. Ich sag, Slime, musst du umdrehen, Digga. Du musst zum Hotel fahren, da Action machen. Da liegt eine Rolex, Digga. Fahr dahin, Bruder. Dominik fährt dahin wie ein König, Digga. Er schreibt auch in die Gruppe, Digga. Ey, da geht keiner ran ans Telefon. Noch 50 Minuten und so, ich bin da. Dann, wir kriegen das Bild. Brigade. Danke an die, du wirst es niemals sehen, aber danke an die Putzfrau, die beschrieben wurde wie eine kleine, zierliche, nette Dame. Das war safe sogar die, die morgens bestimmt bei dir im Zimmer war, wo du gesagt hast, mach mal später sauber und so. Schau das an dich, dass du so nett bist und 20.000 Euro findest und sagst, hier habe ich gefunden und nicht, wo ist das nächste Leihhaus, Digga, wo mach ich meinen Vater? Schau das Dominik, auch und schau das Dominik, Digga, wir haben die Rolli wieder. Geil, Alter. Ja, der Backstage spielt sich, Leute, überall Menschen. Backstage brennt langsam, die Show geht bald los, Alter. Yeah! Ups, die Pops. Scheiße, zu Ende. Verlässlich. Guck mal, wer uns besucht hat noch. An der letzten Minute, wirklich. Wir können das ganz kurz anpacken. Auch für Achtung, wo wir einmal Shoutout einfach machen. Das für Shoutout. Ja, ich hab gesagt, die machen Achtung. Was? An Enzo einfach. Ja, sorry, ich will nicht. Alles klar. Ich bin so. Einfach nur Shoutout an Enzo. Es ist voll so wichtig. Ready? Hey, schau das an Enzo, Digga, für die kleine Nacht hier bei Lady Baby. Am Top, oder?